Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22. Ja, zu einem kleinen Infovideo. Wir sind jetzt hier auf meiner kleinen privaten Karte auf der Snowboard unterwegs, wo ich wie damals auf der Gold Crest Valley halt viele Sachen probieren werde. Und ja, deswegen sind wir jetzt hier auf der Karte ein bisschen unterwegs. Ja, also nicht wundern, dass es jetzt mal außerhalb vom Projekt, das ist da, wo ich mal zwischendurch ein paar Videos gezeigt habe vom Hof, vom vorher. Wollte hier wirklich den ganzen Hof umbauen, aber ist jetzt auch egal. Auf jeden Fall, ja, wollte ich jetzt mal so ein kleines Infovideo raushauen. Da es ja jetzt Anfang des Jahres noch komplett ruhig war bei uns auf dem Kanal. Das wird sich jetzt aber wieder ändern. Ab nächster Woche werden wieder regelmäßig Videos kommen. Morgen Abend werden wir auf YouTube live gehen mit unserer Flussblickfarm, also Multiplayer. Wer Lust hat, darf da gerne mitspielen. Heute Abend weiß ich noch nicht, ob ich schaffe, online zu kommen, aber dann sind wir heute Abend live auf Twitch, aber dann spiele ich Singleplayer auf ganz entspannt. Und morgen Abend auf YouTube machen wir auf jeden Fall entspannt auf der Flussblickfarm. Also wer Lust hat, Multiplayer mitzuspielen, morgen Abend ist es wieder soweit. Wie gesagt, Mods sind ja ganz wenig auf der Flussblickfarm, das wisst ihr ja. Und da werden wir morgen auf jeden Fall weitermachen. Das wollte ich jetzt mal so klein als kleines Update machen. Ich habe jetzt auch alles eingestellt, also wir können jetzt auch wieder, es funktioniert auch wieder mit Übertragung auf YouTube und dies und das. Das funktioniert wieder alles ordentlich. Ja, habe ich mich jetzt wieder ein bisschen eingefuchst. Ja, was soll ich noch sagen? Genau, ich habe im Community-Beitrag, weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, eine Frage gestellt zwecks Fernbus-Simulator, ob ihr das mal sehen wollt oder halt auch andere Simulatoren. Also aktuell habe ich jetzt gerade frisch den Fernbus-Simulator mir runtergeladen. Hätte ich Lust drauf, ob ihr das auch Lust habt, ob wir das hier auf dem Kanal bringen oder nicht, könnt ihr ja mal gerne kommentieren oder, na, wie heißt das, abstimmen. Und wenn ihr noch Lust auf andere Simulatoren habt, schreibt mir die ja gerne in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen, oder hier in die Kommentare, wie auch immer. Ja, das so dazu. Ich hoffe natürlich, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Wie gesagt, wir haben uns dieses Jahr jetzt heute noch nicht gehört, das ist jetzt das erste Video, was dieses Jahr auf den Kanal kommt. Deswegen dachte ich, halte ich euch jetzt mal auf dem Laufenden, dass es ab nächste Woche wieder regelmäßig Videos geben wird. Werde mich nächste Woche auch gleich kurz schließen mit den Jungs, mit denen ich Projekte zusammen mache, wie zum Beispiel den Alex und den Killer Keks. Wie es da aussieht, ob es immer noch passt alles. Ja, da werde ich mich hinterklemmen. So, dann hatte ich ja noch ein, zwei andere Projekte mit Leuten zusammen geplant. Gucken, ob das noch alles so steht, wie es ist. Dass wir da die Woche und halt übernächste Woche auch aufnehmen werden. Also ich weiß noch nicht, was nächste Woche alles an Videos kommen werden. Ob da schon Multiplayer-Sachen bei sind, weil wie gesagt, das hängt ja auch halt mit dem Aufnehmen zusammen. Da müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall werden wir jetzt so langsam aber sicher wieder einen kleinen Schliff reinkriegen hier in den ganzen, ne? Damit ihr schon mal Bescheid wisst. Wie gesagt, das Projekt hier braucht ihr jetzt nicht so viel ernst nehmen. Das ist jetzt einfach für mich zum Probieren. Bin jetzt hier gerade ein bisschen bei am Erarbeiten. Zwecks Produktion ans Laufen zu bringen. Ich will den Hof umbauen. Das ist jetzt so einfach so meine private Karte, wo ich denn zock, wenn ich denn mal nichts aufnehme, nicht streamen tue. Und gut, ich muss jetzt sagen, ich habe wirklich. Jetzt im Februar habe ich überhaupt irgendwie gezockt? Nee, ich glaube gar nicht. Mein PC war komplett ausgewiesen. Ich habe nicht gezockt. Nee, ich habe gar nicht gezockt, gar nichts. Also nicht, dass er sagt, ah, so zocken kann er, aber Videos machen ging nicht. Nee, ich hatte, wie gesagt, die Leute, die mir ja, mit denen ich auf Steam befreundet sind, die sehen es ja auch, dass ich wirklich den ganzen Monat nicht war. Denke ich, glaube, das letzte Mal habe ich zwischen Weihnachten gezockt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist da Ruhe gewesen. Aber das wird sich dann jetzt wieder ändern. Wir werden wieder Videos aufnehmen. Wie gesagt, Livestreams auf dem Wochenende. Wenn ich in der Woche schaffe, werden wir auch wieder eine Woche machen. Wie gesagt, jetzt wird es auch wieder ein bisschen ruhiger bei mir. Dass wir da jetzt auch wirklich einen kontinuierlichen Schliff wieder reinkriegen. Dass wir regelmäßig streamen und. Das sollten wir dann jetzt wieder alles hinkriegen. Wie gesagt, Projekte so mäßig. Machen wir auf jeden Fall das weiter, was jetzt schon läuft. Der geerbte Hof natürlich ganz oben an erster Stelle, genauso wie Forst.
Kartenvorstellung geht weiter. Ich meine, gut, da hätte ich noch vieles hochladen können, aber ich wollte euch jetzt nicht nur Kartenvorstellung hochladen, weil da hatte ich ja noch einiges aufgenommen schon. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Und dann werden auch noch so ein, zwei andere Projekte dazu kommen. Wie gesagt, ETS machen wir weiter. Da bin ich mir überlegen, ob wir uns wochenweise im Abwechseln ETS, ATS oder auf den Sonntag ein Video ETS und späteren Zeitpunkt ATS. Das überlege ich mir noch. Und gut, ich meine, das schaut, ja, sagen wir mal, nicht mal ein Viertel von den Leuten, die sonst immer reinschauen, schauen kein ETS, ATS. Aber es gibt Leute, die schauen, die finden es gut. Das machen wir dann auch weiterhin. So ist auf jeden Fall der Plan. Und wie gesagt, den Livestream werden wir auf jeden Fall morgen Abend machen auf der Schlussblickfarm, damit ihr da Bescheid wisst. Videos werden wieder regelmäßig kommen. Es wird auch wieder jetzt auf dem TikTok-Kanal kommen jetzt wieder Videos regelmäßig. Ein paar Shorts werden wir hier jetzt auch wieder regelmäßig hochladen. Habe ich ja sonst auch schon gemacht. Facebook kommen wieder jetzt regelmäßig Bilder, genau wie auf Instagram, dass wir überall jetzt wieder ein bisschen aktiver werden. Dass, wie gesagt, dass wir dieses Jahr oder wird jetzt die nächste Zeit wieder alles vermehrt werden. So, ich werde das Video auch nicht großartig in der Länge ziehen. Das sollte eigentlich wirklich nur so ein kleines Infovideo sein, damit ihr da Bescheid wisst, dass es jetzt wieder weitergeht. Nicht, dass er wieder kommt hier, er macht nichts mehr und dies und das. Nee, nee. Wir machen auf jeden Fall weiter. Deswegen Plan für heute Abend. Vielleicht auf Twitch streamen, dann halt Singleplayer, vielleicht auch eine Runde ETS oder ATS mal Richtung Texas und so rumgucken. Mal gucken. Das überlege ich mir noch. Ja, das überlege ich mir. Vielleicht machen wir heute Abend ein bisschen entspannt ETS oder ATS. Mal gucken. Und morgen Abend auf jeden Fall Flussblickfarm, Multiplayer, Community-Server, wer Lust hat. Es steht auf jeden Fall unsere erste große Ernte. Genau, wir hatten ja alles vorbereitet. Steht unsere erste große Ernte an. Also wer Lust hat, darf da morgen gerne mitmachen. Ja, und damit bin ich raus. Ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Sonnabend. Und ja, wir hören uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream wieder. Ciao, ciao.